Ja, servus und hallo. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Roland vom Kanal Supersiegern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Tour geht von der Karwendel-Bergstation rauf auf die westliche Karwendelspitze. Ja, und dann weiter hier runter zu unterem Kellerwein, wo ich mich jetzt gerade befinde und ich mich immer noch darüber ärgere, dass ich meinen Kartonkarpicher vergessen habe, um hier meinen Wasserwagen zu machen. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran, begleitet mich ein Stück und ansonsten abschalten. Thank you.
Da ist das erste Mal mein Ziel in Sicht. Die Dammkarhütte. Richtig geil. Da will man sich was zu essen machen. Und jetzt habe ich gar kein Behältnis mitgenommen, um das Wasser zu kochen. Ist das ärgerlich. Thank you.
Ja, servus, grüßt euch. So, kommen wir nochmal zu der heutigen Tour. Also die Tour startete von Mittenwald rauf mit der Karwendelbahn zur Bergstation. Von der Bergstation aus bin ich dann zur westlichen Karwendelspitze über den Klettersteig, über den Karwendelklettersteig gegangen. Ein schöner, kurzer Klettersteig, kann man gut machen. Ja, dann wieder zurück zur Bergstation und von der Bergstation dann durch den Dammtunnel Richtung Dammkar und weiter zur Dammkar-Hütte. Da dann kurz eingekehrt und dann ging es weiter Richtung untere Kälberalm. Ja, da wollte ich dann eigentlich noch mal was zu essen machen, aber dann fiel mir ja auf, ich habe meinen Tatonka-Becher vergessen. Also wurde nichts und ja, ich musste mich dann mit Nüssen und Keksen zufrieden geben. Ja, von der unteren Kälberalm ging es dann weiter Richtung Kasernen und dann weiter Richtung Aschaualm. Ja, und dann kommen auch schon die ersten Schilder Richtung Isarhorn. Dem weiter folgend kommen wir dann hier zum Campingplatz am Isarhorn. Ja, ich hoffe, ihr hattet beim Zusehen genauso viel Spaß wie ich auf der Tour. Und ich würde mich freuen über einen netten Kommentar oder über einen Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier auf meinem oder auf eurem Kanal. Tschüss, ciao und servus.